Hi Leute, Winnie van Gogh hier von Bad Art Productions. Ja, ich war jetzt nochmal in letzter Zeit ein bisschen auf YouTube unterwegs und habe mir jetzt mal angeschaut, was es da eigentlich schon für Tutorials gibt zum Rendern in After Effects. Und da musste ich leider feststellen, dass das eigentlich ein ziemlicher Schmarrn ist, was da die meisten erzählen. Und deswegen muss ich da dringendst nochmal ein neues machen. Ja, also wir fangen gleich an. Wir machen es wie beim letzten Tutorial mit, fangen wir mit einem SD-Filmclip an. Also hier sehen wir gleich, dass das ein ganz normaler Standard-PAL-Auflösung ist, 720x576 Pixel mit rechteckigen Pixel, also 1 zu 1,09 und Halbbildern mit dem unteren zuerst. Und dann sehen wir hier noch, dass es 25 Bilder pro Sekunde sind. So, gut, dann nehmen wir den Clip hier, ziehen ihn hier unten auf das Icon in eine neue Komposition. Dann geht hier die Komposition auf. Genau, dann machen wir unsere Farbkorrektur und unsere Spezialeffekte oder was wir halt dann After Effects eben machen wollen. Und dann legen wir gleich los. Also ich habe das Programm jetzt, also das neue CS5 habe ich mir jetzt in Englisch gekauft, weil ich doch sehr viel mit Tutorials im Internet arbeite und die sind meistens auf Englisch. Und da ich da in dem Bereich später auch was machen will, ist es einfach praktisch, wenn ich hier direkt gleich auf Englisch umsteige. Und ja, aber das ist, also im Deutschen sind die Knöpfe an der gleichen Stelle und ich sage sie dann auch auf Deutsch. Also es dürfte kein Problem sein, dass sie die findet. Also wir gehen hier auf Komposition im Deutschen und auf an die Renderliste anfügen. Dann geht hier unsere Renderliste auf und dann haben wir hier wieder drei Einstellungen. Einmal die Render-Einstellungen. Da lassen wir wie immer alles gleich. Also die 25 Bilder pro Sekunde sind schon richtig eingestellt und die Qualität passt auch. Okay, so jetzt zu dem Output-Modul. Das geht jetzt hier auf. Also als erstes gleich wieder Audio an, wie jedes Mal, weil das vergisst man immer ganz gerne und das ist dann ein bisschen blöd nach dem Rendern, wenn auf einmal kein Ton da ist. Das zum Format, also da ist standardmäßig AVI eingestellt, das ist unkomprimiert, das sieht man hier auch und mit None. Das wollen wir schon mal nicht und dann eben im Internet oder auf YouTube gibt es wirklich ein paar Leute, die empfehlen hier diesen Windows Media oder was oder eben AVI und was weiß ich. Das ist ganz schlecht, also das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil erstmal AVI, das ist unkomprimiert, da kommen dann wirklich Riesendateien raus, also da können auch gern mal für 5 Minuten nur 30 GB Speicherplatz anfallen und das ist einfach total übertrieben und vor allem, wir filmen ja normalerweise mit Standardkameras oder eben in HD jetzt vielleicht noch und die haben wirklich nicht die Farbtiefe oder die Farbinformation, die wir hier für Kinofilme oder so brauchen. Das heißt, so Sachen wie AVI kommen für uns natürlich überhaupt nicht in Frage. Windows Media ist von Grund auf ein ganz schlechter Codec, den man höchstens für einen Windows Movie Maker braucht. Aber ich denke, wenn man schon After Effects hat, dann wird man schon ein gescheites Schnittprogramm haben, wie Premiere oder irgendwas von Magix oder so. Dann gibt es entweder diesen QuickTime-Container oder den MP4-Container. In dem Fall meine ich den MP4-Container mit dem H264-Codec. Also QuickTime hatte Andrew Kramer in seinen Basic Series in 2007 benutzt und er war damals eben in After Effects auch noch der Beste. Nur manche sind eben auf dem Stand sozusagen geblieben. Und benutzen den immer noch, aber seit CS5 vor allem, also da in meinem anderen Tutorial, wo ich das gleiche für CS4 mache, ist QuickTime eigentlich auch fast besser, weil da eben dieser H264-Codec noch nicht so ausgereift war. Aber jetzt, ab dem CS5er, und ich benutze hier jetzt das CS5.5er, aber ab dem CS5er, 5.1er, After Effects ist der H264-Codec im MP4-Container auf jeden Fall vorzuziehen. Was man in dem Fall halt jetzt machen muss, ist, dass man hier die Optionen aufmacht und die Video-Einstellungen weglässt und hier nur zu den Bitrate-Einstellungen geht, also wie immer VBR anklicken und jetzt zur Bitrate-Einstellung, also in dem Fall ist es ja SD-Footage, also Standardauflösung, da reichen 6 bis maximal 8 Megabit pro Sekunde auf jeden Fall aus. Und da wären es dann auch nicht so große Dateien. Also da kann man dann wirklich, hat man dann wirklich angemessene Größen an Dateigrößen und die von der Bildqualität auch noch passen.
So, da drücken wir auf OK, dann ist eigentlich alles fertig. Dann können wir hier noch unter Output einstellen, wo wir das jetzt speichern wollen. Das will ich jetzt gar nicht machen, das lasse ich jetzt weg. So, jetzt nimm zum zweiten Clip, den ich zur Demonstration habe. Das ist ein 720p-Clip, den ich auf einer Spiegelreflex gedreht habe. Da ist es im Grunde genommen das gleiche. Also wir klicken hier wieder die Kompositionstimeline an, weil sonst geht das hier. Sonst können wir das hier oben gar nicht an die Renderliste anfügen. Also wir klicken es hier an. Ach ja, und wenn ihr irgendwelche Tutorials haben wollt oder wissen wollt, wie ich meine Farbkorrektur mache, die ist jetzt hier natürlich noch nicht drauf, aber wie ich oder generell welchen Workflow ich habe, wenn ich hier was filmen gehe und das dann zum fertigen Film zusammenschneide und exportiere und die DVD mache und oder wie ich Encore benutze oder so, wenn ihr da irgendwas wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann werde ich, denke ich, auch ein Tutorial dazu machen. Okay, also wir markieren jetzt hier eben unser Timeline-Fenster, gehen auf Komposition und an die Renderliste anfügen. So, dann geht es dann geht hier die Renderliste wieder auf. Dann die Rendereinstellungen lassen wir wieder so wie immer. Und dann gehen wir wieder zum Output-Modul. Komm schon. So, da ist es eigentlich dasselbe, also Video, Audio an und dann das Format, lassen wir den ganzen Schmarrn weg und gehen direkt auf den H264. Codec. Jetzt, wo es HD ist, können wir hier mit der Bitrate ein bisschen hochgehen. Dadurch wird die Datei natürlich ein bisschen größer, aber ist ja auch klar bei HD. Da gehen wir auf 10 bis 12 Megabit pro Sekunde. Das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Wenn man jetzt Full HD hat, was wir in dem Fall nicht haben, kann man auch auf 12 bis 14 gehen. Das ist hier dann auch mehr als ausreichend. Wenn es jetzt so ist, dass ihr irgendwie wirklich wichtige Sachen rendern wollt, also wirklich hier Full HD, dann könnt ihr es noch anders machen, indem ihr hier auf den H264 Blu-ray geht. Da kommt dann kein MP4-Container raus, sondern M4V. Aber dafür können wir hier unter den Optionen mit der Bitrate noch hochgehen. So normale Spielfilme oder so liegen zwischen 30 und 20 Megabit pro Sekunde und die sind natürlich mit anderen Kameras wie Red oder so gedreht, wo natürlich auch viel mehr Farbtiefe und so vorhanden ist. Das hat man normalerweise gar nicht und deswegen kann man hier auf also maximal 14 und 17, also ihr seht, ich gehe immer zwei mehr für die maximale Bitrate einstellen und dann sind es auf jeden Fall noch respektable Größen. Aber in dem Fall ist es ja ein ganz normaler 720p Clip, der auch für YouTube, der nur bei YouTube hochgeladen werden soll. Also gehen wir hier wieder auf die Formatoption und haben hier unsere 10 bis 12, maximal 12 Megabit pro Sekunde. So, okay. So, also das wäre es jetzt eigentlich und dann können wir hier noch einstellen, wo wir das hinschicken wollen und dann geht's los zum Rendern. So. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Gefällt mir und wenn ihr mehr solche Videos haben wollt und sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und da werdet ihr dann einfach über die neuen Videos informiert. Und ja, und eben wie gesagt, wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt für Tutorials oder so, dann schreibt das einfach in die Kommentare und ich werde dann schauen, was sich da machen lässt.